Dann auch noch ein paar kleine Sachen, die aber sicher auch für den Alltag ganz dienlich sind. Einfacher wurde das Verankern von Objekten. Ich kann einfach ein Objekt, das ich verankern will, Drag and Drop nehmen, im Text fallen lassen und das ist bereits verankert. Ich kann dann auch sehr einfach Alt-Klick auf den Anker machen, um die Optionen einzustellen. Das alles zeige ich dann wirklich in den Screen Movies. Dann Linked Stories, ich weiß nicht genau, wie das dann auf Deutsch heißen wird, ist die Möglichkeit, dass ich eine Story, also eine Textverkettung irgendwo habe im Layout und die gleiche Textverkettungen an anderen Orten in anderem Textfluss habe und die synchron geschaltet werden, also quasi eine Verlinkung von einem Text zu einer Textverkettung zur anderen mit der Möglichkeit vom automatischen Update. Bei dieser ganzen Linked Story Geschichte, da fehlt noch einiges, für das das wirklich praktisch ist im Alltag, aber auch das eben Wegweiser. Dann eine Sache, die ich selber nicht einordnen kann im Moment, das sind die Hang Spell Dictionaries, also das ist eine Open Source Rechtschreibe und Trennsache. Da gibt es Wörterbücher, die eben nicht von Proximity sind, wie sie sonst sind bei InDesign, sondern eben diese Open Source Geschichte. Ich habe das mal getestet. In einer frühen Beta-Phase habe ich schreckliche Ergebnisse bekommen mit dem Deutschen und jetzt mit der Golden Master habe ich es wieder getestet und da waren die Ergebnisse in Deutsch ganz ansprechend. Jetzt bin ich gespannt, was der Markt daraus macht. Dann noch eine kleine, unscheinbare Sache, aber sicher auch spannend. PDFX 4 wird jetzt in der PDF-Version 1.6 unterstützt, das heißt, ich kann Ebenen optionale Content-Gruppen exportieren und die werden auch PDFX 4 kompatibel ins PDF übernommen. Das war eine kleine Zusammenfassung. Kommen Sie jetzt mit auf die Reise. Ich zeige Ihnen, was in InDesign CS5.5 steckt.